French. In attempt, we've got a spoon and a fork. You've got to put them together like that. Yeah. Yeah? And then you thread your toothpick through here, apparently, and hang it. Somehow, balance it. Oh, it worked! On there. And then you light this. All the way along. And apparently, it will stay on there. This is a test, is it? Do you reckon it will stay? I don't know. Well, yeah, as this is a second attempt video, we know it stays. How cool is that? Look! Dunk. No, it's hanging on, look, right on the edge. I don't know how he does that. Ja, und damit herzlich willkommen zu Cringe. Hast du irgendeine Idee, warum das funktioniert? Irgendeine? Ja, nee, also das ist natürlich ein Fake-Video. Ich wollte es gerade als Witz machen. Du meinst es jetzt ernst, dass es ein Witz, dass es ein Fake ist? Ja, klar ist es ein Fake. Es ist auf jeden Fall ein Fake. Ich habe das aber schon mal irgendwo gesehen, vor vielen Jahren. Aber ganz einfach, ain't no way. Es geht einfach nicht. Wie soll allein schon, dass sich die Gabel und der Löffel nicht mal bewegen oder verändern, während er es abbrennt, verändert sich ja die ganze Zeit der Hebel und die Konsistenz. Es kann überhaupt nicht sein. Du siehst doch auch den, die Gabel ist zum Beispiel am Anfang noch im Bild und dann die ganze Zeit nicht mehr. Guck mal, der Löffel meine ich. Der Löffel ist ab jetzt die ganze Zeit außerhalb vom Bild. Der kann einfach gehalten werden. Es ist ja jetzt irgendwie nicht wahnsinnig der krasse Zaubertrick, oder? Ja, okay, vielleicht bin ich da wieder der naive Dummling. Es gibt auch immer mal wieder so, also von solchen Sachen gibt es echt sehr viele Fakes einfach im Netz. Die aber Leute, schreibt mal rein, was ihr wirklich, was ihr denkt. Ja, gerne, ich mein, auf jeden Fall. Weil ich habe das schon mal vor vielen Jahren gesehen, vor TikTok und so, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber ich werde das ganz einfach zu Hause probieren, ganz einfach. Aber du kriegst ja schon den Zahnstocher nicht auf das Glas mit Gabel und Löffel. Ich probiere es trotzdem. Es gibt auch immer mal wieder so Perpetuum mobile oder solche Sachen. Oder irgendwas mit, ja, weiß ich, da geht das, verwirbelt sich das Wasser und geht dann rückwärts wieder den Wasserfall hoch oder die wieder zurück in den Wasserhahn und so. Mhm. Das sind alles Fake-Videos. Okay. Oder glaubt mal, oder postet mal, man kann glaube ich Links auch teilen auf YouTube. Zwar, die werden zwar nicht klickbar angezeigt, aber man kann, postet doch mal hier Sachen rein. Wir müssen eh mal irgendwann eine Cringe-Folge machen mit nur Content von den Zuschauern. Ja. Ich habe schon mal 2, 3, 4 Videos habe ich schon geschickt bekommen, so mit hier, das cool. Wäre was für Cringe. Das ist eine gute Idee. Machen wir mal irgendwann, machen wir mal einen ganz bewussten Aufruf. Vielleicht gleich am Anfang von der Sendung, nicht jetzt, irgendwann mal die nächsten Monate. Mhm. Und dann geben wir eine E-Mail-Adresse an und sagen, alles, was bis zum 15. irgendwas eingeht, wenn es einigermaßen tauglich ist, dann nehmen wir es in die Sendung. Wir reagieren nur auf Zuschauer-Reels. Mhm. Oder? Gut. Auf jeden Fall. Gerne. Okay, Beste. Und let's move on. Wow, vor ein paar Monaten habe ich mir das jeden Morgen angeguckt zur Motivation. Das hat mich so motiviert, das hat mir so gute Laune gemacht. Oh, was für ein geiles Standbild, oder hier? Ja, Mann. Okay. Ja, Mann. Ja, mein erster Gedanke, meine erste Assoziation Fake. Ist, genau, es ist ja hinlänglich bekannt, dass es ein AI-Video ist. Nein,
dass es meine erste Assoziation begrifflich so ist: Energie und Gruppendynamik. Ja, komplett, komplett. Ich glaube, die sind also, die sind so eine cheering Crowd für Rugby, für ein Rugby-Team. Glaubst du, das ist ein reines so Sportcollege oder so? So sieht es irgendwie aus, oder? Das könnte gut sein. Und das ist auch mal wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, wie schön auch so konservative Werte, was die so in sich haben können, gell? Weil das ist halt ein reines Männer-College offensichtlich. Das ist einfach eine Energie, die können nur Jungs zusammen schaffen. Und es ist auch, das ist Südafrika. Es ist irgendwie so, ich weiß nicht. Man hat das Gefühl, es ist wirklich eine Masse. Sie werden wirklich zu einer Masse und tatsächlich spielt nichts eine Rolle. Keine Hautfarbe, keine Ethnie, keine, egal, alles egal, irgendwie so. Und es wird zu einer homogenen Masse. Also das ist eigentlich so das Positive an Psychologie der Massen. Also das kann man ja auch alles positiv sehen. Ich wollte es gerade sagen, Ja. das ist die konstruktive Form von Kollektivismus. Jawohl, genau so ist es. Ja, voll, Weil voll, wenn du voll, da voll. jetzt sagst, nee, also ich bin Rebell, ich bin bei sowas nicht dabei, ich mache mein eigenes Ding. Das ist so, ja, so Individualismus ist schon cool und so, du willst deine Freiheit für dich entscheiden zu Ja, können, ja. aber dann kannst du auch auf kein Konzert gehen, weil dann So sagst du ist so, es. nee, also ich klatsch nicht im Takt mit. Ja, voll, voll. Und eins kommt auch noch dazu, auch ein konservativer Wert, nämlich die Hierarchie, ne? Also er muss es so vorgeben und er muss auch die Energie haben und es kann auch nur er. Und das ist wieder, was die. Ja, Was die? ich will nicht sagen, was die Boomer nicht haben. Es kotzt mich so an, diese scheiß Generation-Ding immer aufzumachen. Aber es ist halt so ein bisschen mein Leib- und Magenthema geworden, gell? Weil ich das schon auch wichtig finde. Ich rede ja nicht aus Hate darüber. Aber was wir gerade haben, so was gerade im Raum weht, ist das integrale Bewusstsein. Ja. Weil wir beobachten können, dass keine Sache per se positiv oder negativ ist, sondern die konstruktive oder destruktive Form, in die Dinge gebracht werden, entscheiden über ihre Qualität. Und okay, dafür, keine Ahnung, ob das Video dafür gelöscht wird, aber selbst der Nationalsozialismus, guck mal, keine Idee bringt ausschließlich negative Aspekte mit sich. Ja. Weil du könntest ja jetzt sagen, ja, so ein bisschen Nationalsozialismus sehe ich aber in dem Video, Nico. Also da gibt es ja einen Führer und alle beten dann nach und so. Weißt du, was ich meine? Du kannst es Ja. immer dekonstruieren. Ja, Aber ja. deswegen gilt es immer genau hinzuschauen und tatsächlich zu schauen, aber wo ist noch eine Synergie da? Wo ist noch ein Spirit da? Und da ist halt ein Spirit da. Das ist für mich rein positiv, rein magisch, das Video. Da ist überhaupt nichts Genau. Verwerfliches dran. Genau, und diese Gruppendynamik zu schaffen und das Individuum sich unterordnen zu lassen und damit auch die Masse auch dummer werden zu lassen, sozusagen, das wird sie ja an der Stelle. Das ist die eine Sache, aber dann, wie du ja schon sagst, kann man das negativ nutzen, wie im Nationalsozialismus, und das kann man positiv nutzen, wie man es hier zum Beispiel macht. Genau, das haben wir auch. Ich fand interessant, dass die Corona-Zeit. Bestimmt willst du jetzt unbedingt über die Corona-Zeit reden, oder? Nein, Spaß. Aber die hat ja auch gezeigt, wir hatten da eine Mischform aus destruktivem Kollektivismus, also blindes Hinterherlaufen, blinde Akzeptanz, Hörigkeit, Unterwerfung in seiner schlimmsten Form. Ja. Wir. Und die denken Ja. In-Group, Out-Group und so weiter. Aber wir hatten gleichzeitig auch den destruktiven Individualismus. Weil die Leute haben ja gesagt, ja, also ich will auf jeden Fall nicht krank werden. Ich trage die Maske und lass mich impfen. Das war ja total rücksichtslos. Das war überhaupt nicht solidarisch. Solidarisch in seiner besten, im besten Verständnis wäre so, Digga, aber mein Homie Nico, der sich nicht impfen lassen will, dem werde ich jetzt sicherlich nicht verwehren, dass er nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen darf. Das heißt, es war the worst of both worlds. Das musst du dir mal reinziehen. Sehr schlau. Kann ich Danke. nichts mehr hinzufügen. Ja.
Wie meinst du? Ich meine, Wurst ist doch ein Wort. Nein, das ist ein Wort, was man erfunden hat und dann zu irgendwas hergestellt hat. Also man hat dann was hergestellt und hat sich gedacht, vielleicht passt ja das zu dem Wort. Okay. Was meinst du, was willst du dazu damit sagen? Dass man die Bedeutung nicht richtig verstehen kann, oder? Das ist kein richtiges Wort. Wurst. So, jetzt beantworte mir mal, was das bedeutet. Das ist eine Zusammensetzung von Fleisch und Knochen. Das ist Fleischwolf zusammengewürfelt und dann kommt daraus Wurst. Ja, aber was bedeutet das? Keine Ahnung. Nichts, siehst du. Nichts bedeutet das. Nichts. Ja, was ist mit Vogel? Vogel? Hat man sich auch den Namen ausgedacht. Ja. Vielleicht kann man jetzt das Tier Vogel nennen. Und das Tier Reh. Aber was das bedeutet, weiß ich überhaupt nicht. Das stimmt. Du bist so ein Schlauer. Ja, davon habe ich jetzt seit Tagen jetzt nachgedacht. Wie geht es eigentlich, dass man solche Wörter erfindet? Das gibt's gar nicht. Ich habe mir auch gedacht, was bedeutet Wurst? Ja, Bogen. Bogen kann auch aus Metall, aus Gras oder auch aus Rost entstehen. Oder aus Gummi, ja? Deswegen ist es nicht immer eine Wurst oder Banane. Banane? Weiß auch nicht, was das bedeutet. Aber Apfel, Birne. Ich weiß mal, was das bedeutet. Weißt du auch warum? Warum? Weil es natürlich ist. Es haben sich die Pflanzen ausgedacht. Okay. Das Wort. Und nicht die Menschen. Weil Wurst kommt von da und Apfel kommt von da. Und es ist immer raus. Vielen Dank für diese wundervolle und lehrreiche Minute oder Minuten. Da muss ich direkt wieder sagen, Bro, was hast du mir denn da geschickt? Habe ich dir das geschickt? Ja, Mann. Aber geil, also, aber sag mal, ja, super krass. Also ist einer meiner All-Time-Favorites hier bei Cringe, weil, boah, der hat mich gerade echt zum Strahlen gebracht. Komplett unverstellt und authentisch. Ich habe gerade echt, so, weißt du, der existiert wahrscheinlich irgendwo da draußen, der Junge noch. Und ich habe gerade echt so eine Herzensverbindung zu ihm. Und dieses, 100 Pro. Dieses naive, kindliche Fragen, Hinterfragen, was ja gar nicht, ja, die manchmal stellen ja Kinder die schlauesten Fragen. Und auch so, wie du merkst, wie es bei ihm immer rattert, wie er bestimmt mal ein echt cleverer Bursche wird, so, weil er halt jetzt schon so, er sagt so, ja, aber was steckt denn wirklich hinter den Dingen? Wir benutzen Dinge so im Alltag, ohne darüber nachzudenken. Und er ist jetzt schon so, er will das dekonstruieren. Und dann sagt er nichts, das fand ich auch so magic, Alter. Dann sagt er so, ist nichts, heißt es. Es heißt nichts. Es ist so, wow, okay, deep shit. Voll. Also bei mir löst das so eine extreme Demut aus, dem dazuzuhören, dass ich mich irgendwie davor scheue, überhaupt was dazu zu sagen. Also ich. Wie bei Loriot. Ja. Ähnlich, aber doch ganz anders irgendwie. Also das ist wirklich was ich irgendwie stehen lassen wollen würde und die Leute einfach fühlen lassen würde und nochmal, vielleicht nochmal angucken. Ich habe es ja auch schon 2-3 Mal angeguckt und einfach reinfühlen, ohne das jetzt so auseinanderbauen zu wollen. Das ist irgendwie mein Gefühl. Und aber wie du sagst, diese Herzensverbindung zu diesem Jungen, auch wie echt er ist, wie er strahlt und wie er auch ist wahrscheinlich sein Vater, wie er ihn auch wieder zum Kind werden lässt, dadurch, dass er das einfach so macht. Ja, du merkst auch, wie viel in solchen Momenten, wir hatten schon ein paar solcher Videos, dieses Mobbing-Opfer, was so gerettet wurde in diesem Chat-Roulette-Call, wo wir auch gemeint haben, es hängt auch so viel von dem Dad ab in der Energie, weil er lässt ihm den Raum. Er sagt nicht so, nee, Paul, keine Ahnung, was du da wieder redest. Ja. Hätte er auch sagen können. Aber er merkt so,
das Kind braucht gerade diese Spielwiese, um so diese Gedanken einfach mal zu äußern. Und damit kommt er immer weiter und irgendwie tun sich ihm so Horizonte auf. Und tatsächlich sagt der Vater ja total ernst so am Ende, so halb ernst, halb ironisch, wie das Leben halt so ist, sagt er am Ende, danke, dass wir an dieser lehrreichen Minute teilhaben durften, weil irgendwie war es ja so, ne? Mhm. Ich würde das auch jedem Menschen mit Kind irgendwie zeigen wollen, so. Mensch mit Kind. Um alle Mensch abzuholen, die möglicherweise, nein, Spaß. Alle Eltern. Kennst du so, Alter, ich mach bald ein Video über Boomer. Die Zerstörung der Boomer. Was sind nochmal jetzt diese? Die Zerstörung der Boomer heißt es. Und okay. Da spiele ich unter anderem ein Video ein von Alexander Wagand. Kennst du den? Alexander Wagands Tagesenergie. Legendär. Auf jeden Fall sagt er halt so, ja, man darf ja gar nichts mehr, man muss ja jetzt Älter 1 und Älter 2 sagen, Nico. Mhm. Hast du das schon mitbekommen? Mhm. So, let's go on. Dann haben die Mütter meist genügend Zeit füreinander. Schließlich sind die Kinder beschäftigt. Arbok. Guck mal, hier steht Arbok. Aki, was machten wir da gerade? Da wollten wir tauschen, aber irgendwas machen wir da falsch. Aki versucht, den elektronischen Tausch zu organisieren. Über das Linkkabel können die Pokémon von einem Gameboy in den anderen wandern. Ich habe eher das Gefühl, seitdem er diesen Gameboy hat, dieses Gameboy-Spiel, sprich Pokémon, dass es doch so ist, dass ihn das sehr aufpowert. Und er da innerlich teilweise nicht zur Ruhe kommt und nicht abschalten kann. Also er kriegt kein Gameboy zum Beispiel. Es ist so, dass er total gerne bei den anderen Jungen mitspielen würde. Die lassen ihn nicht. Das muss ich aushalten, dass er nicht darf. Dass wir jeden Nachmittag die Diskussion haben. Ich kaufe keinen, es gibt keinen. Nein, Felix, das ist Tagesgespräch seit Wochen, das gibt's nicht. Als ich gemerkt habe, jetzt will er immer mehr und ich begrenze ihn, da habe ich ihn wirklich machen lassen. Ja, wenn sie sozusagen, ne? Und da hat er den ganzen Jahr volltrunken, genau. Ja. Völlig besoffen von diesem Gameboy. Und dann hatte er auch am nächsten Tag einen Kater, der mochte den ganzen Tag nicht mehr Gameboy spielen. Das war Gameboy weg und das interessierte dann nicht. Es ist einfach bei den Kindern oft so, dass die sich aber auch bei anderen Sachen, ne, dass die sich unglaublich auf so eine kleine Geschichte konzentrieren, ne, und sich da reinsteigen können. Das sind jetzt die Tränen. Das ist jetzt live. Das ist nicht gestellt. Das ist jetzt, weil er kein Gameboy hat. So sitzen wir jeden Nachmittag eine halbe Stunde mindestens. Das ist, das da ist meine Wut. Hältst du durch? Das halte ich durch. Verstehst du, warum du kein Gameboy kriegst? Nein. Weißt du, warum meine Mama das macht, dass sie dir keinen kauft? Hat sie dir das nie gesagt? Doch. Weil das so viel kostet. Der Gameboy kostet 100 und das Spiel kostet dann nochmal 60 Mark. Stimmt. Ich will einfach jetzt mal damit spielen, aber die lassen mich ja nicht mit. Die lassen mich auch mal nicht spielen. Der Aki spielt schon ganz lange damit. Ja! Endlich! Doch. Ja. Ich habe mein Aki! Oh, Aki hat schon so diese Dopaminaugen. Gerade am Ende. Ey, legendäres Video, was du da ausgekramt hast. Gell? Legendär, Alter, was da alles drin ist. Ja, gell? Ey, Linkkabel hat mich komplett zerstört. Weißt du, wie lange ich den Begriff nicht gehört habe? Seit 25 Jahren. Wie heißt das genau? Linkkabel. Das einfach war Linkkabel. Irgendwie, dann konnte man sich sogar Pokémon tauschen oder so. Das war übelst verschickt damals schon, oder? Mhm, dass es damals schon ging. Mhm, ganz komisch. Also dass sie das aushält, die Mutter, das ist mir am meisten aufgefallen. So, das ist das, was so, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen ist, immer in Beziehungen, dass man aushält, wenn es dem anderen nicht so gut geht und gerade dann auch bei Kindern. Und dass sie aber weiß, dass sie es aushalten muss und das. Und so Shoutout an Felix, der ist heute wahrscheinlich so alt wie wir oder älter noch. Der kann seiner Mutter dankbar sein, dass er das nicht durfte, weil die Kinder, die sowas früher nicht haben, die sind meistens die klügsten und wachesten und konzentriertesten Kinder. Meine Freundin zum Beispiel, die haben früher nicht ferngesehen, du merkst es auch so in der Familie, die sind einfach, ich weiß nicht, die sind einfach wacher. Das ist anders. Es ist anders. Ja, mir tut der Felix leid, weil ich finde,
wie er das so beschreibt. Weißt du, er weiß, es ist zu teuer und dann sagt er noch, aber es sind doch nur 100 Mark und das Spiel nochmal 20 und so. Ja, 60. irgendwie, so langsam hätte er es verdient. Jetzt hat er schon so viel geweint, jetzt hat er schon so viel gelitten. Und er darf nicht mitspielen, das finde ich den schlimmsten Teil. Das ist das Schlimmste, gell? So, come on, du willst ihn auch nicht traumatisieren. Du willst doch nicht, dass er keine Lebensfreude hat, Alter. Irgendwann braucht er ja mal seinen Gameboy. Come on. Ja, das ist halt heute das gleiche, mal vertausendfacht mit den Smartphones und das ist Es immer ist echt mal schwierig. 1000, Bruder, ja. Ja, Es ist echt mal 1000. mal unendlich eigentlich, weil ja, es gibt ja keine Grenzen beim Smartphone, das ist ja immer das Problem, Ja, es ist ja genau alles, damals, alles, es alles gab da wie drin. so, wie wenn ein Smartphone heute nur eine App hätte. Eine App, genau. Ja, so war ein Gameboy. Ein Spiele-App. Oh Mann, was für ein Unterschied. Ach Gott, ey. Und wie auch die Sprache sich verändert hat, das ist immer was. Da werde ich echt traurig, muss ich sagen, und auch sauer, weil wenn wir vorhin Loriot in der anderen Sendung haben wir Loriot gesehen, wie der spricht, wie der einfach spricht. Wenn du alten Menschen, wirklich diesen Ü-80-jährigen Menschen zuhörst beim Sprechen, da kriegen wir ja schon so ein bisschen so Schnappatmung, weil die so langsam sind, weil wir das so nicht mehr können. Das ist so das eine Element und das andere ist so, du sitzt so ehrfürchtig davor und hörst denen so zu und denkst so, okay, was wird gleich kommen, was sagt der gleich? Ehrfürchtig, ja. So, wir können die Ja. Sätze gar nicht mehr so bilden. Können wir Nicht nicht nur die mehr. Vokabeln, sondern auch dieses, Diesen der Fluss, Satz diese geht eine Rhythmik. Minute und hat immer Ja. noch Sinn und immer noch einen roten Faden. So, das ist so krass, ne? Ja. Ja. Denke ich auch oft. Ja, und wie du schon sagst, voll witzig, dass das Bild so stehen geblieben ist, gerade so im Thumbnail quasi, weil, ja, guck sie an. Sie sind nicht Absorbiert. in diesem Moment, sie sind in dem Ding. Es ist der Anfang vom Ende gewesen. Irgendwo. Ganz pessimistisch gesprochen, aber schon. Ich meine, wir machen heute einen eigenen. Wir haben mittlerweile eigene Formate, wie Cringe, die sich eigentlich nur mit der Entwicklung von dem, was wir da sehen, jetzt beschäftigen. Wir versuchen es ja so ein bisschen auf die Metaebene zu bringen, indem wir es Ja. analysieren, aber es reicht mittlerweile, nur darauf zu reagieren. Und das ist dann schon wieder auch ein Ding, was Leute auf dem Smartphone schauen. Also super komplex geworden, total pervers auch irgendwo, muss man ja schon mal sagen. Bist du denn, also findest du dich in dem Swipen wieder bei dir im Handy, dass du wirklich drin hängst, oder bist du eher schon immer dann bewusst, jetzt bin ich am Swipen, oder wie lange gehst du da rein und weil das ist ja auch ein Teil von deinem beruflichen Leben, weißt du, so kannst du das trennen irgendwie auch? Ja, also vor 2 Jahren oder so habe ich zum ersten Mal den Begriff Reelen damals aufgeschnappt, überhaupt. Also da Als auch Adjektiv. Reelen als Ja, nur als Reels Verb. anschauen. Ja. Weiter Reelen, weiter Reelen, weiter scrollen quasi. Und damals dachte ich noch so, okay, wird das jetzt das nächste Ding so? Und mittlerweile gibt es ja auch dieses Doom-Scrolling. Scrolling. Ist ja auch die Vorlage für das Format hier war ja von Sam Tripoli, Doom-Scrolling. Genau. Und ja, ich gebe mir aber so ein bisschen bewusst die Zeiten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich die Sendung hier abgedreht haben, werde ich bestimmt irgendwie mal kurz in die Küche ein Glas Wasser trinken. Vielleicht gehe ich aufs Klo so und dann weiß ich, irgendwann nehme ich mein Handy wieder raus und dann gebe ich mir mal kurz so eine 5 Minuten Auszeit, mal nur kurz dumm, nur kurz abschalten. Und ich bin mir sicher, da werde ich einmal Insta öffnen und gebe mir bestimmt ein paar Reels. Und dann schon so real, 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 weil es hat ja manchmal auch Bildungs. Zwecke. Du schnappst ja manchmal coole Sachen auf. Wir schnappen ja auch, ich würde jetzt mal behaupten, vieles, was wir hier besprechen, es sind eigentlich interessante Videos, die Absolut. wir ja über Reels angezeigt bekommen haben, weil wir gereelt haben. Natürlich. Ja, und du? Und du? Ich habe ja vor, sagen wir mal, weiß ich nicht, Du hast wegen mir TikTok installiert, oder? genau, ich habe wegen dir TikTok angefangen Oh, und scheiße. mache jetzt selber TikToks. Ja. Ja, ich habe jetzt mir eine 30-Tage-Challenge gesetzt. Ich mache jeden Tag ein Video, weil mir macht TikTok wirklich unfassbar viel Bock. Ich habe das Gefühl, seit ich auf TikTok bin, kommt mir Instagram wie so ein verstaubtes, uncooles Buch vor, wo Digga, ich gar nicht mehr rein will und auch gar nicht mehr reingehe. wir sind ja die Millennials Ja. und für die Generation TikTok sind die Millennials die Die Boomer. Boomer. Ich Und weiß, ich Insta weiß, ich ist weiß. für die Boomer, Insta ist für die wie für uns Facebook. Genau. Aber fandst du auch, als du in TikTok so reingerutscht bist, die Art und Weise, wie da Ich bin gar nicht auf TikTok. Content. Ich bin nie auf TikTok. Ich habe Ach nichts mit TikTok zu so. tun.
Ich hab's auf dem Desktop als Hat dich das Browser-Anwendung. nicht gecatcht? Ich wusste, dass es das Ende von mir sein wird. Ey, Nico, ohne Spaß, ich will mich nicht umbringen. Ich mag dieses Leben. TikTok würde mich komplett zerstören. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht installieren. Aber jetzt aus welchem Grund? Weil du dann diese schlimmen Videos siehst oder weil du hängen bleibst und nur noch und TikTok du. ist mir, das ist so Endstufe Menschheit degeneriert, dass ich kann es nicht verarbeiten. Das macht mich kaputt. Aber das kommt doch voll drauf an, in welche Bubble du reingehst. Du meinst, du würdest in diese Bubble dann reingehen? Wahrscheinlich, ja. Ich habe auch Weil ich schon bin in sehr voll der degenerierte. positiven, ja, ich bin halt in voll der positiven Bubble eigentlich und es macht voll Spaß. Sag mal, was kriegst du denn zum Beispiel angezeigt bei TikTok? Also, ich kriege auf jeden Fall Fußballinhalte angezeigt. Ich Okay. krieg so, ich sag mal so random Alltagssachen, die mag ich eigentlich so am meisten, die so wirklich so zufällig wirken, so lustige Sachen auch. Viel Lustiges, auch Tiere tatsächlich. Was ist es noch? Comedy. Comedy? Nee, das war auf Insta, da bin ich irgendwie von weggekommen, bin ich jetzt nicht wieder reingerutscht. Auch weirde Sachen, also auch so Schwurbeleien und auch so irgendwie Übernatürliches. Cringe Solche Sachen Content. auch. Nicht, nee, nee, da bist du dann halt eher da drin. Ja, also was mir auch auffällt, ich entdecke so Leute, die echt gut, also du merkst so, das ist was Neues, das ist cool, das ist fresh. Ich habe da, glaube ich, einen guten Blick für, wenn so auf Insta was aufpoppt und ich denke so, wow, okay, dem folge ich jetzt. Das ist krass. Das ist ein geiles Format, das ist was Neues. Ja. Aber dann sehe ich immer, das ist gar kein Insta-Typ. Der Das kommt von TikTok. TikTok. Der reuploadet nur auf Insta. Ja, die heiße Scheiße ist auf TikTok ist das Marshall McLuhan, Medienwissenschaftler, der hat gesagt, es gibt immer ein heißes Medium. TikTok ist das heiße Medium. Alle anderen sind so, es gibt warme und lauwarme Medien. Zum Beispiel Facebook ist ein kaltes Medium. So, was bei Facebook passiert, ist 3 Jahre alt. Oder die Tagesschau ist auch ein kaltes Medium. Weil ein heißes Medium ist X. So muss man das ein bisschen sehen. Es gibt immer Sachen, die sind am Puls der Zeit. Ja. Und es gibt Leute, die checken es nicht, weil sie in ihren kalten Medien sind und die sagen dir, nee, die Tagesschau ist immer noch das heiße Medium. Ja, weil du guckst ja das kalte Medium Tagesschau, was dir erzählt, Ja. dass die Tagesschau der heiße Scheiß ist, Bruder. Ja, Sehr, stimmt. sehr komplex. Okay, interessant. How do you make a heart? Okay. How do you take a photo? How do you pick up the phone? How do you hang up the phone? Did you set your app on door? I hung it. How do you roll down the window? Alter, ich sehe es gerade zum ersten Mal, Nico. Ich habe es nicht gekannt. Boah, das ist halt wieder komplett meinen Kopf gefickt. Er ist Das eigentlich hat. wieder genau das gleiche Thema, ne? Boah, das muss. Das. Boah. Warum findest du das so krass? Ja, weil wie macht man ein Bild? Natürlich macht man so. Aber das ist nicht die Lebensrealität. Die wissen gar nicht mehr, was es ist. Es ist wie die Kassette. Das Beispiel versteht jeder. Es gibt Menschen, die wissen nicht mehr, was eine Kassette ist. Ja. Weil wenn du keinen Bezug dazu hattest, wenn das nicht deine mediale Sozialisation ist, kannst du es nicht zuordnen, weil das Greifbare in deiner Lebensrealität nie verankert wurde. Und jetzt machen sie machen so bei Scheibe runterrollen. What? Und natürlich, was soll das denn sein? Seit wann sieht ein Handy, seit wann sieht ein Telefon so nicht mehr aus? Seit den 90ern. So, wo du wirklich dann. Ich hatte noch so. Eigentlich ist es wie ein Headset, gell? Dieses. Vielleicht kommt es daher. Aber stimmt schon. Was soll das für eine Hattest Form du auch noch überhaupt ein Schnur? sein? Ich kann mich noch an Schnurtelefon erinnern bei meinen Eltern. Also, das hatte eine Nee. Schnur, so dieses. Nee, hatten wir nicht mehr. Okay. Schon von Anfang an. Wir hatten dieses typische mit Station, dieses Mit frei Station, Teil. freie. Ja, ich Hast glaube du auch schon. gehabt, deine Eltern oder so haben extra immer sonntags zwischen 19 und 20 Uhr haben sie telefoniert mit so einer Vorwahl, weil es dann fast nichts gekostet hat? Nee, Weil kenne ich gar telefonieren nicht. hat irgendwie was gekostet? What?
Du hast so eine Telefonrechnung gehabt, wenn du viel telefoniert hast. Halt pro, klar, pro Zeiteinheit, nicht jetzt so flatmäßig wie heute. Ja. Du hast gesagt, du hast heute wieder so viel telefoniert, hat meine Mutter zu meiner Schwester gesagt. What? Ja. Oh Mann. Auch das Router-Geräusch, das ist unsere Generation, ne? Dieses Verbinden vom Router. Ja. Oh Mann. Aber dass man so das Herz, macht, das geht nicht in mein. Das geht. Nee, die machen so, guck mal. Die machen irgendwie so. Okay. Ganz, ganz, ganz komisch, oder? Ich meine, das macht wirklich Sinn. Das ist wirklich ein relativ schönes Herz, oder nicht? Ja, doch. Ich finde auch, das ist sehr schön. Ja, es kommt an, wie man ein Herz malen würde, ran so. Ja, voll. Ja. Und wie es Leon Goretzka zu den homophoben ungarischen Fans gemacht hat. Weißt du noch? Ja, in Ungarn, wenn du homosexuell bist, kommst du ins Gefängnis. Ist wirklich so? Ja, nee, du. Hey, jetzt sag mal. Bruder, glaubst du, dass du in Ungarn, wenn du homosexuell bist, ins Gefängnis kommst? Ja, du hast gerade so ernst gesagt, dass ich dir geglaubt habe. Das ist doch die Propaganda, Digga. In ja, Bruder. Ich versteh's ja. Okay. Let's go. Achso. Was? Abschluss. Letztes? Rausschmeißer. Ja. So schnell sind wir. Ja, wir haben einen Run. Kann es sein, dass es heute nur von mir Reels sind? Die sind alle so nett. Stimmt, Alter, was ging da eigentlich? Gar nichts Dreckiges, was ist los? Gar nicht so ein entstelltes Gesicht oder so ein Baby, was man schmeißt oder irgendwas. Das ist einfach die Nikolas Bauer Praxis für Physio. Heile Welt. Psychotherapie. Physiotherapie, das wirst du auch nie lernen. Physio, Körpertherapie. Okay. Auch von mir. Das habe ich mir auch eine Zeit lang jeden Morgen angeschaut, weil es mir so gute Laune gemacht hat. Weil der so drin ist und der hat das Lied bestimmt schon 700 Mal gehört und kann es einfach mitsingen. Auch voll meine Mucke. Das Lied heißt Rhyme Dust. Habe ich mir dann auch irgendwie gleich rausgesucht. Nur es ist halt immer so, das ist halt auch typisch, ne, wenn man sich dann sowas raussucht, verliert es irgendwie so seinen Reiz, weil das ist halt, was es ist. Und so ist es gut. Und wenn man sich dann das Lied wieder versucht rauszuextrahieren, dann ist es nie so gut, wie es halt in diesem Video ist. Mm. Oder? Weißt du, was ich meine? Also, du fandst das Lied dann eigentlich gar nicht so krass, wie man in dem Video denkt? Doch, ich habe das Lied, das hat mich schon sehr gecatcht. Auch an sich. Aber die Kombination ist halt einfach das, was es so ausmacht. Ja, vor allem bei so Kind auf dem Hintersitz real, denkt man erstmal, jetzt kommt bestimmt irgendwas, was das Kind sagt. So dieses. Mhm. Ja, ich glaube, das ist. Ich würde sagen, das ist unter den Top 5 der bekanntesten Memes aller Zeiten, ist doch dieses bla bla, doesn't want to go to the dentist oder kommt gerade vom Dentist. Kenne ich gar nicht. Die ist so leicht weggetreten, weil sie beim Zahnarzt war und da halt irgendwie eine Spritze bekommen hat. Und dann schwenkt die Kamera zu ihrer kleinen Schwester. Mhm. Und sie macht dieses und das Meme von der Reaktion von der kleinen Schwester ist dieses kleine Kind, was sich halt über den Moment wundert. Krass, das kennst du nicht? Nee, das kenn ich echt nicht. Ja. Das ist halt. Das ist geil, aber du merkst ja auch so, der hat ja auch ein bisschen schon einen. Der Blick, weiß ich, würde fast schon wieder sagen, das ist AI, aber der hat ja diesen. Der hat ja den Blick wie ein 15-Jähriger, so nicht wie ein ganz kleines Kind. So. Voll straight der hat sehr, in die Kerze. Sehr, sehr erwachsenen Blick. Das ist auch, das gibt's manchmal, ne? Kinder, ja. Aber auch das Kind, was wir vorhin hatten mit dem Philosophieren über das Wort Wurst. Ja. Das sind ja manchmal so. Oh, übelster Schwurbelbegriff, ESO-Begriff, aber so alte Seelen, oder? Hat man schon das Gefühl, ich bin da mittlerweile 100% dabei. Also, Kinder sind, klar, es ist ein kleines Kind, aber
das hat jetzt zum Beispiel schon sehr viel in sich drin. Da ist sehr viel vorhanden. Da ist sehr viel wach, da ist sehr viel reif. Und du kommst halt mit diesen Dingen schon auf die Welt. Genau. Kinder, das ist auch immer das, ja genau, das ist auch immer, was ich sage, wenn du irgendwie, wenn du Geschwisterkinder hast und die sind vermeintlich auch gleich aufgewachsen, zumindest ziemlich gleich in den gleichen Umständen und sind aber trotzdem halt völlig anders, dann ist ja auch die einzige Erklärung, dass sie halt diese Andersartigkeit schon mitgebracht haben. Genau. Das war für mich auch der Lackmustest. Da habe ich es verstanden. Ja. Und ich brauchte dann auch keinen, das war für mich der Beweis. Ist auch eine interessante, wenn man Konversationen hat oder wenn man Leute frisch kennenlernt, übel interessante Icebreaker-Frage. Hast du Geschwister? Und wenn die Antwort ja ist, bist du wie deine Geschwister? Und dann, eine sehr gute Frage, ja. Ja, und dann nämlich bei ja ist so, ah, okay, krass, cool und so. Aber interessanter ist natürlich eigentlich, nee, ich bin überhaupt nicht wie mein Bruder oder wie meine Schwester. Und dann so, ah, krass, und warum? Und wann ist es auseinandergegangen? Und wie ist er und wie bist du und wie ist sie? Genau, das war bei mir auch so, weil ich überhaupt nicht bin wie meine Schwester, war das für mich so, wir sind genau gleich aufgewachsen, wir hatten genau den gleichen Freundeskreis, genau die gleiche Sozialisation. Ja. Und da dachte ich dann so, wir scheinen unterschiedliche, scheiß mal auf dieses alte Seelen und vorher, nachher, aber wir scheinen hier einen anderen Plan und eine andere Aufgabe zu haben. Das, da bin ich genau, das erklärt es ja nach vorne auch. Dann ja, dann ist es nicht so ganz so esoterisch komisch angehaucht, ja, wenn man einfach sagt, wir haben eine andere Aufgabe, eine andere Mission hier offensichtlich mit unseren Fähigkeiten und den Sachen, die wir auch nicht können und so. Dann macht das total Sinn. Ja, das ist doch vielleicht ein ganz schöner, positiver Abschluss von dieser sehr, sehr seichten, sehr positiven Sendung. Ich würde sagen, das war Cringe. Cringe.